Ja, und herzlich willkommen zu einer kleinen Aufnahme von mir. Und zwar heute werde ich ein bisschen kurz am Anfang meine Steam-Datenbank zeigen. Und ja, ich würde mal gleich mal loslegen. Ich muss noch kurz mal Desktop-Audio checken. Yep, funktioniert. Ja, also da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Diese Datenbank, die Steam-Datenbank, die ich hier habe, die ist gesponsert von ein paar Leuten. Die Firmen werde ich jetzt aber mal nicht nennen. Ich habe insgesamt 101 Spiele aktuell auf meiner Steam-Datenbank. Und ihr könnt euch aussuchen, was ich demnächst spielen soll. Und ja, letztens habe ich Call of Duty Ghosts gezockt, online. Multiplayer. Und ja, ich muss sagen, die Qualität war überraschend gut. Ich war das erste Mal in dem Spiel im Multiplayer-Modus. Ich muss sagen, es war geil, aber ich habe wirklich gemerkt, dass ich schlecht war. Und ja, wahrscheinlich werde ich heute wieder Call of Duty Ghosts zocken, eine Runde Multiplayer. Und ja, wenn es soweit ist, werde ich euch das gleich sagen. Also, ich habe so einiges am Lager hier auf meinen Spielen. Das ist insgesamt ein 1 TB an Speicher, was ich hier verbrauche. Was ich noch dazu sagen will, was ich unbedingt spielen möchte, wo ich auch Livestream machen werde, das ist einmal Just Cause 2 Multiplayer und in GTA 5. Und eine Runde DayZ vielleicht und Arma 3. Call of Duty 3 Black Ops Beta habe ich auch letztes Jahr eine Runde gezockt. Das war auch eins von den ersten Spielen, die ich von der Call of Duty Serie gespielt habe. Aber ja. Dann werde ich jetzt mal erstmal in Richtung Call of Duty Ghosts Multiplayer gehen und anzocken. Danach auch noch was zu essen machen. Kann ich heute noch einen kleinen Livestream starten? Ich werde es euch ankündigen per Video. Wie ihr seht, Facecam habe ich auch noch an Start hier. Das Mikrofon etwas lauter stellen, sonst. Ja, genau so. Platz machen, nee, sonst raste ich hier aus vor lauter zu wenig Platz. Ah ja, einen Kumpel muss ich auch noch schnell anrufen, ob der heute kommt. Jo, da bin ich wieder. Ich glaube, ich schreibe ihm doch lieber eine SMS, weil ja. Fuck, Mann. Oh Mann! Das
kann doch echt nicht wahr sein, ey. Das gibt's doch nicht. Die kommen ja alle mal von hinten. Scheiß Penner hier. Ja, ich hab's ja gesagt. Ich bin einfach so schlecht aktuell in dem Spiel. What? Was war das? Ey, habt ihr das gesehen? Geil. Alter. Das hatte ich ja noch nie. Im Spiel ein Wolf, der mich angreift. Was? Feindliche Satcom gesichtet. Ja, als wäre das nicht genug. Von vorne kommt einer, ich will ihn umbringen. Kommt da einer mit der Sniper von hinten. Yeah. Nice. Ja, und jetzt haben wir noch einen Mausbug. Mal kurz unter dem PC rutschen. Echt auch zu schlecht für das Spiel, aber ich glaube, ich werde noch besser. Wenn ich mich mal bewegen könnte. Oh nee, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, da hackt er da unten wie eine Leiche. Also so gut wie die spielen, möchte ich auch mal spielen. Feindliche Satcom gesichtet. So. Wie hat man das denn jetzt bekommen? Achtung, okay. Feindliche Vorräte. Nein! Alter! Ich will auch! So, aber jetzt gehört er mir! Fick dich! Nein! Das wäre gar so schön gewesen! Ist das hier? Scheiße. Also immer, wenn ich Call of Duty Ghost spiele, dann habe ich einen Mausbug. Das habe ich aber nur seit Windows 10. Das ist echt interessant. Die Zeit wird knapp. Oh. Nein. Wir waren eindeutig zu schlecht. Ja, bei uns wird es gerade so dunkel. Es ist nicht mal 20 Uhr. Heftig.
Naja. Alter, guckt euch mal den Sketches an, ey. Der hat voll den Bug. Der ist so flach wie eine Glatze. Oh, das sieht man ganz schlecht. Schmeckt aber gut. So, kein Bock mehr auf das Game.